Bad El Yunusi schießt nämlich der FCB mit einem lupenreinen Hattrick fast alleine zum Sieg. Schon nach zwei Minuten schießt Mohamed El Yunusi mit dieser künstlerischen Einlage 1:0 für den FCB. Nur rund 20 Minuten später erhöht der Norweger mit diesem kräftigen Schuss auf 2:0. Und in der 38. Minute verwertet der Mittelfeldspieler die schöne Flanke von Renato Steffen und macht so seinen Hattrick perfekt. Ich denke, wir haben einen guten Teamgeist, das haben wir heute gezeigt. Wir sind mit 100% Aggressivität raus und hoffentlich wird Kritik gerne aufhören. In der zweiten Halbzeit tritt der FCB deutlich passiver auf und Lugano kommt zur Chance. Dank Thomas Watschlig haben die aber keine Folgen. Der Auftritt in der zweiten Halbzeit bemängelt auch der Trainer, der Urs Fischer. Ja, da dürfen wir nicht zufrieden sein. Ja, wird sicherlich gerade in der Analyse morgen die ein oder andere Aktion gezeigt werden. Ja, da sind wir zu passiv geworden und gilt es anzusprechen. Trotzdem hat es dann noch zu einem vierten Goal gelangt. Der eingewechselte Marc Janko trifft nach der Vorlage von Michael Lang zum Endstand von 4:0. Am nächsten Samstag spielt der FC Basel dann sein zweites Spiel von der Rückrunde, das auswärts gegen den FC Thun.